Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe gerade festgestellt, dass wir 12.629 Dollar zur Verfügung haben. Heißt, wir könnten theoretisch den Kindern eine Grundschule zur Verfügung stellen. Da werden die sich bestimmt freuen. Naja, zumindest die Eltern, weil dann die Kinder aus dem Hause sind. Und das heißt, die würden dann hier sogar im Level steigen, vermute ich jetzt einfach mal. Heißt, die würden dann auch mehr Steuern abdrücken. Also wäre das eine Win-Win-Situation für alle, außer die Kinder. Die würden verlieren. So, heißt, wir würden jetzt hier eine Grundschule platzieren. Wir hatten nämlich hier schon mal eine. Heißt, ich würde gerne hier nochmal irgendwo eine platzieren, aber ich weiß noch nicht genau wo. Hier irgendwie so am Randbezirk, würde ich sagen. Aber das reicht natürlich wieder nicht bis hier. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe irgendwie gedacht, dass der Einzugsradius ein bisschen weiter wäre, aber irgendwie ist dem nicht so. Da habe ich aber richtig gut geplant. Das muss man ja schon mal sagen. Okay, wo platzieren wir die jetzt am besten? Also ich würde sagen hier, oder? Oder hier, oder hier, oder hier. Da oben kommen wir noch nicht mal hin. Das ist krass, ne? Das ist krass. Obwohl, pass auf, obwohl die Autos, also theoretisch und praktisch, ja so fahren, ne? Also das heißt, die Leute, ich sag mal, wenn die jetzt hier wohnen würden, kommen die da hin. Wenn die da oben wohnen würden, die kommen da hin. Die brauchen ja nur hier entlang fahren, hier runter und dann wären sie schon da. Aber nö, mit ihren schicken SUVs kommt man natürlich nicht durch die Stadt. So. Aber eine Schule werde ich jetzt auf jeden Fall platzieren. Oder haben wir noch eine andere Schule? Nein, wir haben noch keine andere Schule. Okay. Heißt, ich würde die gerne... Ja, aber der Einzugsgebiet ist echt eher so meh, ne? Also der ist nicht so weit. Ich hatte jetzt gedacht, das andere wäre ein bisschen weiter. Ne, ist nicht so. Eine Oberschule. 24.000, ja, leck mich doch. Ne, das mache ich noch nicht. Okay, wo setzt man die Grundschule? Alter, ich kann doch nicht die Grundschule hier alle zwei Blöcke setzen. Das wäre ein bisschen übertrieben, oder? Ja, dann haben wir halt ein paar Ungebildete. Naja, okay. Setzen wir die Grundschule hier in die Mitte, ne? Ja, so hier in die Mitte. Und dann gucken wir mal, was wir da weggemacht haben. Grün. Ich kann hier auch nichts mehr anmalen. Heißt, ja, ist gut. Ist in Ordnung. So, oder? Kann ich hier noch was anmalen? Nein, kann ich nicht. Okay, alles klar. Ich finde die da schön. Ne? Die ist echt schön da integriert. Finde ich gut. So, das heißt, die Leute sind jetzt erstmal alle happy. Außer die Kinder. So, dann brauchen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, nochmal Wohngebiete und blaue Gebiete und Industriegebiete. Okay, das heißt, ich würde dann gerne, machen wir hier ein Wohngebiet hin, hier ein Wohngebiet, vielleicht in der Mitte blau. Ja, in der Mitte blau und an der Seite. Ne? So, dann haben wir hier blau, da haben wir blau, da hätten wir grün. Okay, alles klar. So, und hier oben würde ich sagen, machen wir hier grün. Alles komplett grün. Dann hier auch nochmal und hier in der Mitte eventuell nur blau. Dass wir in der Mitte nur so ein Geschäft hätten. Ja, ein großes Einkaufszentrum. Okay, da, guck mal, das ist aufgestiegen. Das kleine Häuschen, das Pisselshäuschen ist aufgestiegen. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir hier nochmal, mach mal in der Mitte wieder blau, würde ich sagen, und außerhalb. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Wird auch direkt hier alles schon genutzt, ne? Gerade, weißt du, gerade Baugebiet freigegeben und schon wird instant hier genutzt. Das ist natürlich erfreulich, einmal für mein Ego, weil ich weiß, oh, meine Stadt ist beliebt. Und die andere Seite ist einfach, dadurch bekommen wir Geld. So, dann machen wir hier auch nochmal blau, würde ich sagen. Und hier machen wir, pass auf, hier komplett einmal blau. Und dann machen wir hier einmal komplett grün. Ja, so ist gut. Und hier oben würde ich sagen... hier grün, da grün. Ne, pass auf, da machen wir blau. Da machen wir ein bisschen blau. Und so, ja genau. Und hier machen wir auch nochmal blau. Und der Rest würde dann grün werden. Ja, so ist in Ordnung. Okay, so habe ich mir das vorgestellt. Wasser brauchen sie natürlich auch. Ey, wir haben schon wieder 8.700 Dollar. Obwohl wir gerade 12.000 ausgegeben haben für die Schule, ne? Waren noch 12.000, oder? Soweit ich mich erinnere, waren es 12.000. Warte mal, ich muss dann mal ganz kurz deaktivieren und dann... Achso, der rastet sowieso ein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die hier hin. So. Sehr schön.
sehr, sehr schön. Ach so, ja genau, bei den breiten Straßen hatten wir ja gesagt... Warte, pass auf, das verbinden wir erstmal. Und dann machen wir hier nochmal durch und hier. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich Geldverschwendung, aber hatte ich ja bei den anderen Straßen aus. Und falls mal irgendwo ein Abfluss verstopft ist, dann können die halt den anderen Fluss nehmen. So ist das geplant. So. Genau, Industrie brauchen wir auf jeden Fall wieder. Heißt, da kommt dann die breite Straße zum Einsatz. Ja, genau, die kommt hier hin. Und hier würde ich dann gerne verbreitern. Ist das so? Ich glaube schon. So, genau, machen wir hier breiter und andersrum, bitte. Dankeschön. So, und das heißt, hier könnten wir dann komplett einmal nochmal Industrie ziehen. Upp. Und Wasser müsste nicht da sein. Okay, das war jetzt so ein bisschen anders geplant, aber ist ja nicht so tragisch. Heißt, machen wir da einmal, ziehen wir hier noch einmal und schwupp. Ne, dann haben wir da schon mal alles mit Wasser versorgt. Jetzt müssen wir nur gucken, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wegen Wasser und Strom. Oh, Strom ist wieder knapp. Wasser. Ja, Wasser ist da. Abwasserklärung ist auf jeden Fall da. Wir sind mittlerweile wieder bei 78.000 angekommen. Okay. Da sind welche gestorben. Oh, gestorben. Entweder warten wir jetzt bis Halloween oder wir platzieren hier irgendwo einen Friedhof. Aber den kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. Ne? 8.000. Ja, schade. Warten wir bis Halloween. Okay. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Geld ausgegeben. Aber nur, damit ich wieder Geld verdiene. Achso, haben wir überhaupt einen Kredit am Laufen? Ja, ne? Wir hatten einen Kredit am Laufen. Der läuft noch 212 Wochen. Den haben wir schon fast 50 Wochen abgezahlt. Krass. Krass, so lange ist das schon her? Heftig. Okay, das heißt, das floriert, das läuft, das läuft, das läuft. Das ist doch schon mal alles sehr gut. Neue Dienstleistungen haben wir. Was denn? Was wir uns alles nicht leisten könnten, wäre zum Beispiel ein Taxistand. Taxidepot. Ja, ist natürlich blöd, ne? Bauen Sie ein Taxidepot. Ja, das würde ich gerne machen. Weil so ein Taxistand, ne, würde die Straßen entlasten. Wobei, haben wir gerade ein Straßenproblem? Ich glaube nicht. Oder? Haben wir Platzprobleme auf der Straße? Nö, ne? Läuft eigentlich. Durch unsere geniale Planung läuft das hier eigentlich sehr, sehr gut. Okay, wir brauchen mehr Blau. Sehe ich gerade mal. Wir brauchen mehr Blau. Ja, das müssen wir gucken. Ob wir hier eventuell oder hier wäre noch eine Option. Oder wir kaufen die Kachel hier. Weiß noch nicht. Ey, wir haben 5.000. Müll. Wieso wird der Müll da nicht abgeholt? Der kommt doch bis da. Aha. Wir sind nicht so gut aufgestellt da, ne? Was kostet denn so eine Müllanlage? Recyclinganlage hat man natürlich. 16.000, ja. Okay, eine Mülldeponie könnten wir uns leisten. Da hätten wir dann vielleicht auch das Problem nicht mehr hier so. Aber ich glaube, eine Mülldeponie müssten... Recyclingzentrum müssten wir uns wieder mal bauen. Nicht genügend Geld. Nicht genügend Geld. Nicht genügend Geld. Ist egal, wo ich das platziere. Nicht genügend Geld. Okay. Ja, vielleicht müssen wir die auch woanders hinsetzen. Vielleicht müssen wir die echt woanders hinsetzen, weil da so im Berg ist natürlich problematisch. Die kommen zwar überall hin, ich habe das auch außer Betracht gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Ja, heißt, wir müssten theoretisch, oh, wir müssen wieder Geld scheffeln. Und vor allem Strom, ne? Ach, der kostet nur 6.000? So war ich denn bei 8.000 irgendwie? Naja, dann setzen wir hier nochmal so ein Windding hin. Ach, Quatsch. Ich bin... Nee, die konnte ich mir gar nicht leisten, ne? Der kostet 12.000. Ja, deswegen war ich da falsch. Ja, deswegen war ich da so. Da hatte ich eine Fehlinformation. Genau, der fabriziert 20 Megawatt. Hätte ich vielleicht hier noch eins hinstellen sollen. Hätte ich ein bisschen sparen müssen. Was bekommen wir denn wieder? Rückerstattung 4.500. Ja komm, besser als gar nichts. Ne, die 4.500 nehmen wir gerne. Und dann sparen wir ein klein bisschen auf dieses hier. Auf die 12.000. Jetzt hätten wir das schon wieder. Nee, da sparen wir noch ein bisschen. So, wie sieht's eigentlich aus, ihr Upgrade-Leute? Seid ihr bereit für ein Upgrade?
Ja? Nein? Vielleicht? Kreuze an. Okay, pass auf. Dann könnten wir doch einen Spielplatz irgendwo mal platzieren. Ne? Dass die Leute hier auch mal spielen können. Vor allem, wenn die ganzen Kinder, ich wollte gerade Rotzlöffel sagen, die ganzen Kinder, ja, wie machen wir das denn? Beispielsweise Hundepark. Was ist denn jetzt wichtiger? Spielplatz oder Hundepark? Nein, pass auf. Und zwar, die Kinder müssen ja auch irgendwo mal spielen. Auch wenn sie keine Schule haben. Ne? Die müssen ja irgendwo sich austoben. Ich wüsste jetzt nicht. Da würde ich so viel abreißen, ne? Oh, aber guck dir mal das Einzugsgebiet an. Wenn ich den hier hinsetze, ne? Wo ist denn die Grundschule? Hier ist die Grundschule. So, wenn ich jetzt hier platzieren würde, hätten wir alles abgedeckt. Tsching! Erstmal alle glücklich machen. So, und dann heißt, wir müssten dann theoretisch hier nochmal einen platzieren. Oder andersrum. Andersrum. Ja. So, dann sind da erstmal alle glücklich. Hoffe ich. Okay, da ist noch alles grün. Da ist noch alles grün. Jetzt haben wir zwei Spielplätze für die Stadt. Nur für euch habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut, ne, einen Spielplatz zu organisieren. Zu kaufen. Ne, wo ihr auch mal die Kinder im Regen rausschicken könnt. Straßenzölle. Oh, stimmt. Die wollte ich auch noch machen. Straßenzölle. Kann ich mir nicht leisten. 12.000. Mautstellen erheben von den passierten Fahrzeugen eine Gebühr. Die Höhe der Gebühr kann in entsprechenden Infofenster geändert werden. Stimmt. Mautstelle zwei Richtungen. Eine Richtung, zwei Richtungen. 12.000. Was heißt denn zwei Richtungen? Eine Gebühr. Die Gebühr, Fußgänger können die Mautstelle nicht passieren. Ja gut, das macht ja Sinn, ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich die platzieren sollte. Hier wäre vielleicht eine Option. Ansonsten wüsste ich nicht, ehrlich gesagt, wo ich die platzieren soll. Ja gut, da ist belegt, ne? Das wäre halt eine Option. Kann ich nicht machen. Ja. Ich glaube, da muss auch eine schmalere Straße durchführen, soweit ich mich erinnere. Können wir mittlerweile? Nee, können wir aber noch nicht. Ich hätte gerne eigentlich. Warte mal, was haben wir denn hier? Müllprobleme wieder. Ja, jetzt ist natürlich die Entscheidung da. Kaufen wir Strom oder Müllentsorgungsanlage? Die reichen ja bis da. Heißt, ich könnte doch. Guck mal, wenn ich die hier hinsetze. Mal eben 16.000, ne? Puh, 16.000, ey. Ist natürlich problematisch. Und Wasser ist noch okay. Wasserproduktion 78.000. Strom ist knapp. Ist knapp. Hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Aber oh. Ja, das wird auf jeden Fall noch entfernt. Das hatte ich ja alles gesagt. Das wird noch umgesetzt. Da ist jetzt die Frage, in was investieren wir? In Strom oder Abfallbeseitigung? Naja, eigentlich müssten wir sogar theoretisch mal in Friedhof investieren, ne? So einen Friedhof müssten wir theoretisch mal bauen. Was kostet der denn nochmal? Nee, da finde ich das. Nein, da finde ich das nicht. Friedhof. 8.000. Okay, dann würde ich den hier platzieren, ne? Ist sehr zentral. Ja, machen wir dahin. So. Dann lassen wir den erstmal da stehen. Und dann eventuell später. Oh, da fahren noch viele raus. Weil die sind happy, guck mal. Die leveln direkt auf, wenn ein Friedhof in der Nähe ist. Totenstille da. Auf jeden Fall. Ja, Strom. Aber 2.500, wa? Es läuft. Pass auf, wenn wir dann hier sagen, ist das? Zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen. Die habe ich noch nie verwendet. Kann man ja nochmal gucken. So, pass auf, wir machen jetzt
ein bisschen schön. Also den Friedhof wenigstens ein bisschen schön. Und aha. Warte mal, wenn ich jetzt hier noch eine Straße durchziehe. Oh. Okay, und den könnte ich doch dann jetzt umplatzieren. Kann ich nicht. Was kostet umplatzieren? 1600. Nur damit es schön wird. Weil so an der Hauptstraße, weiß nicht. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Ist jetzt nicht so prickelnd. Gebäude ist nicht leer. Der Rückerstattung. Okay. Kann ich den jetzt leer machen? Oder beziehungsweise Gebäude ist nicht leer. Ich kann den nicht leer machen. Ach stimmt, weil ich kein Krematorium oder sonst irgendwie was habe, ne? Das wird dann jetzt teuer. Oh, Mann. Budgetfenster, ja. Hä? Wieso kann ich den nicht mehr verschieben? Da kann ich verschieben. Das kann ich jetzt nicht mehr verschieben. Verschieben, weil nicht leer ist. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich kann noch nicht mal... ich kann den noch nicht mal wegmachen. Das ist blöd. Ich hätte vielleicht ein bisschen anders bauen sollen. Ja, dann lasse ich das jetzt erstmal. Wird das noch anders gemacht. Ne? Die Idee ist ja nicht weg. Hoffe ich. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Recyclingzentrum. 16.000. 16.000 mal eben mal. Und wieso ist hier die Straße? Was ist denn hier los? Wieso ist hier... So war das eigentlich nicht geplant. Das sollte eigentlich die breite Straße hier oben sein. Ups. Ups. Okay, da ist alles richtig rum. Eins ist falsch. So. Haben wir einen riesen Kreisverkehr, ne? Ein richtig riesen Kreisverkehr. Und... So, dann setzen wir das einmal um. Ein riesengroßer Kreisverkehr, das ist so krass. Das ist einfach so krass. Wobei der eigentlich blödsinnig ist. Also im Prinzip ist der überflüssig, weil die Leute können hier abkürzen. Die können dann hier wieder rum und dann wäre der Kreisverkehr sinnlos. Aber solange es läuft, never touch a running system, werde ich da jetzt nichts ändern. Das ärgert mich jetzt gerade, ne? Das ärgert mich jetzt richtig. Das ärgert mich richtig. Produktionsketten? Ne, da bin ich ja noch gar nicht angekommen. Da will ich noch gar nicht hin. Abwasser läuft noch, ne? Strom. Ach stimmt, Strom. Aber auch wieder... Oh, wieder 20.000, ne? Ach, 12.000, Entschuldigung. Also theoretisch bräuchten wir zweimal 12.000, mal eben. Ist realisierbar, glaube ich. Ist auf jeden Fall realisierbar. Obwohl, wir machen 1.700 plus, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Die müssen wir auch noch umsetzen, hatte ich ja gesagt. Also theoretisch könnten wir irgendwann mal hier die andere Kachel kaufen, dass wir dann da... Aber wir brauchen auch den, hier ist das, ne? Wasserkraftwerk. Kriegen wir erst mit 9.000. Müllabfuhr. Wir brauchen Müllabfuhr. Ich weiß nicht, wie ich das alles... Ehrlich gesagt habe ich jetzt auch keine Lust... Moment. Ist doch nicht mal... Lol. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Roffel. OMG. Ja, das war so eigentlich nicht geplant.
Pass auf, dann machen wir hier wenigstens in der Mitte. Ja. Es war so nicht geplant. Ich hätte den eigentlich hier oben gerne gehabt. Weil so ein Friedhof an der Hauptstraße ist natürlich ein bisschen blöd, allein wegen Parken. Ja, Mist. Ja, ist jetzt erstmal, ne, jetzt können wir leider noch nichts ändern. Da müssen wir halt nochmal abwarten. Strom ist auch sehr knapp. Das heißt, da müssen wir auch mal gucken. Wir brauchen Geld. Wir brauchen einfach viel, viel Geld. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Seid ihr happy? Bilden Sie mehr Bürger, um den Stufenaufstieg von Gebäuden zu ermöglichen. Aber, seid ihr alle so drauf? Weil ich habe doch hier Grundschüler. Oder reicht euch das wieder nicht? Gebildet einer. Dann schickt doch mehr zur Schule. Kann ich doch nicht für. Studenten. 127 von 300. Wir haben eine Kapazität von 300. Heißt, nicht jedes Kind ist in der Grundschule bei uns. Warum ist das so? Okay, pass auf. Dann machen wir hier... Wir brauchen mehr Industrie, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 in der Mitte. 1, 2, 3 in der Mitte. Ha! 1 zu hoch. 1 zu hoch wieder gebaut. Das sieht doch schon mal gut aus. Das nächste Problem wird sein hier. Weil Straßen-Upgrade, ne, habe ich wieder nicht bedacht. Und wir haben nur noch 5000. Krass, wie schnell Geld weggeht. So, dann machen wir hier auf jeden Fall überall Industrie hin. So. Genau. Jetzt haben wir nur noch 747. Mal eben 10.000 Ocken verballert. Aber dadurch kriegen wir halt wieder mehr Industrie, wo der Müll nicht abgeholt werden kann, weil ich... Oh, das ist so ein Teufelskreis gerade. Das ist so ein Rattenschwanz. Ich weiß nicht, wie wir da Herr der Lage werden wollen. Nicht genug Geld. 2640. Nur um das abzuschließen. Ja, wobei, eigentlich müssten wir hier, dann könnten wir hier nochmal so Doppelding machen. Aber andersrum weiß ich nicht, wie weit die Umweltverschmutzung da geht. Lärmbelästigung ist gerade so, ne? Ist gerade so. Was ist das hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, ich kann doch nicht dafür. Kann ich dafür, wenn die Leute nicht die Kinder in die Schule schicken und dann direkt arbeiten? Da kann ich nicht für. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Hier muss ich auch nochmal, glaube ich, nachbessern, weil guck mal, hier haben wir nämlich eine vierspurige. Da sind wir eine sechsspurige. Vielleicht sollte ich hier auf vier, dann hätten wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Wäre noch eine Option, ne? Wäre echt eine Option. Also Beachside gefällt mir gerade am besten. Das hier sieht auch okay aus, ne? Da arbeiten wir uns jetzt hoch. Beziehungsweise vielleicht nochmal ein bisschen nach unten. Müssen wir mal gucken. Ich will auch wissen, was das da ist. Ob das eine Schafsherde ist? Oder Bäume? Ich habe noch keine Ahnung. Müssen wir mal irgendwann mal herausfinden. Und Müll... Boah, die Müllbeseitigung. Und Strom, ne? Das heißt, wir brauchen theoretisch 24.000 Ocken, damit wir beides bewältigt bekommen. Da bin ich ja zuversichtlich. Das wird wohl ein bisschen dauern. Aber ist ja nicht so tragisch. Obwohl, wir waren so knapp am Ziel. Wir hatten 10.000. Ja gut, aber ich habe wieder investiert in Industrie, ne? Wobei, ich jetzt gerade mal gucke.
So, dann könnten wir hier nochmal Industrie, weil dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Und... So. Ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr investiert, aber... Ich glaube, das musste ich auch. Müll. Ja, Müllbeseitigung. Ich denke, das wird das nächste Projekt werden. Also Müll oder Strom. Oder beides sogar. Mal gucken. Also 24.000 müssen wir irgendwie auftreiben. Neuer Kredit. Wäre eine Option, aber sehe ich erstmal von ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.